Ungewöhnliche Klänge im Refektorium des Kapuzinerklosters in Münster. Kurz nach der Samstagabendmesse eine indonesische Gemeinschaft musiziert. Ihr Instrument? Das Anklung. Ein traditionelles Musikgerät aus dem Westen Javas. Bruder Ramses lädt die Gruppe regelmäßig in das Kloster ein, in dem er gerade seine Ausbildung macht. Das Schöne? Ohne Gemeinschaft geht nichts mit diesem Instrument. Denn jedes Anklung besitzt nur einen Ton. Erst wenn alle zusammen musizieren, wird ein Lied daraus. Wie wichtig der kleinen indonesischen Gemeinde die regelmäßigen Treffen sind, zeigt sich auch in der Probenpause. Es entstehen Heimatgefühle, in den Klängen genauso wie im kulinarischen. Gottesdienst, Musik und Geselligkeit holen das 11.000 Kilometer entfernte Indonesien für ein paar Stunden nach Münster. Hauptdarsteller dabei, das Anklung. Da hat man so ein Gerüst aus Bambus. Und man hat dann hier diese Röhre, Bambu-Röhre, das erzeugt dann genau den Klang. So, wie es klingt. Also wir haben hier eine zwei gestrichene E, also das ist ziemlich hoch. Und das andere ist das 1 gestrichene 2 oder D. So klingt das dann. So klingt das, wenn Indonesier und ihre Gäste gemeinsam traditionell musizieren. Bruder Ramses kannte das Instrument zwar aus der Heimat, hat es aber erst in Deutschland spielen gelernt. Mittlerweile genießt er jeden Ton. Ja, wenn ich Indonesien höre oder indonesische Musik, indonesische Lied, indonesische Gericht, kann ich das spielen? Es ist ein Problem. Sehr Problem.